Was passiert, wenn man den Eisladen kaputt macht? Hat das schon mal von euch mitbekommen? Jo Leute, was geht? Chef Trofis hier am Start mit einem neuen Video. Wir hatten wieder Custom Games, beziehungsweise ich konnte wieder Server erstellen. Wir haben wieder weitere Weltrekorde versucht. Heute haben wir die kleinste Zone der Welt, ich glaube mit 29 Leuten geschafft. Ich bin mir ganz sicher. Auf jeden Fall ein neuer Rekord aufgestellt. Gönnt's euch. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, dass ihr nichts mehr verpasst. Alle erstmal zu Tilted Towers. Ich glaube, das klappt. Viele Leute, die mitmachen wollen, wie gesagt, gerne einfach fragen oder in den Discord joinen. So, was machen wir jetzt, Chat? Also, wir bauen jetzt erstmal Tilted Towers ab, würde ich sagen. Ich hole erstmal ein paar Waffen. Hallo. Was ist hier raus? Welchen Weltrekord sollen wir zuerst machen? Onstream, überraschend, ich wollte es filmen, oder? Mach den Daumen runter. Längster Sniper-Shot, ganz Hitted abbauen. Ja, was machen wir danach, wenn wir ganz Hitted abgebaut haben? Ich glaube, da können wir Simon Says spielen. Das ist eigentlich ganz geil. Oh, geil. Nice, der Dude. Lululul. Einfach die Hits des Todes. Hat das schon trollt? Ne, zurzeit geht's eigentlich. Wir sind noch 35 Leute und ist noch nichts passiert. Also sieht bis jetzt gut aus. Eine Hülle umtiltet. Ah, das könnten wir versuchen. Aber wir bauen erstmal eine riesen Pyramide. Pyramide? Pyramide enttiltet. Ah, das klappt schon mal ganz gut hier. Das ist. Oh, sorry, Bro. Ich hab's gerade hier einen angefragt. So, ich brauche Material. Habt ihr Materialien? Ah, nice. Der Boy hat welche. Hat auch welche. Sehr gut. Also, wir versuchen, eine Pyramide zu bauen, oder was machen wir? Ich will erstmal den Eiswagen kaputt machen, stimmt. Der Eiswagen braucht ja mega viel. Alle auf den Eiswagen. Bro. Sorry, das wollte ich nicht. Was ist, wenn man den Eiswagen kaputt macht? Was passiert, wenn man den Eiswagen kaputt macht? Hat das schon mal von euch mitbekommen? Fuck, wie witzig sieht das bitte aus? Kann mir das mal jemand sagen? Nichts? Oh, schade. Ich dachte, da gibt es jetzt irgendwas, wenn du 100.000 davon kaputt gemacht hast. Passiert einfach nichts? Okay. Also versuchen wir jetzt eine Pyramide zu bauen. Wir machen Simon Says, glaube ich, in den Leuten. Komm, wir bauen eine Plattform. Wie weit ist der weiteste denn? Ich glaube, ich gehe da oben auf den Berg. Wenn ihr hier alle stehen bleibt, dann kann ich mal versuchen, hier einen zu treffen. Bleibt mal hier alle stehen in Tilted und folgt mir nicht. Bleibt mal alle stehen. Und ich versuche mal einen von euch zu treffen von oben von dem Berg. Ich muss mal gucken, ob ich so weit snipen kann von dort aus. Der eine rennt mir noch hinterher. Mit Haftbombe, ja gut, das ist krass. Ich will mal sehen, ob ich von da hinten von dem Berg schießen kann. Das wäre jetzt schon brutal. Ich glaube, die Zone endet auch in Tilted. Da gibt es hier noch irgendwo ein höher gelegenes Teil.
Ich weiß, was wir machen können. Wir bauen uns hier eine Treppe. Den Server musst du freischalten lassen. Wow. Okay. Bro, nein. So, sieht man da überhaupt jemanden? Nee. So, wo könnte sich jetzt einer hingestellt haben? Wir schießen einfach mal. Du siehst halt keinen. Danke, Bro. Das ist Sniper, zoom doch ran, ja Bro. Mehr kann ich nicht ranzoomen. Hier ihn sehe ich jetzt. Kann man überhaupt weiter als 300 Meter Sichtweite hochstellen? Wie stellt man die Sichtweite hoch bei einer Sniper hier? Kann man diese überhaupt umstellen? Sichtweite. Boys, wie stellt man die Sichtweite um? Das geht bei dem nicht, bei dem Game. Bro, ich will dich nicht killen. Mich brauche ich nachher noch für die kleinste Zone. Ist da unten. Mal gucken, wo die Zone endet. Da hat ja einen Triple Kill gemacht. Ich habe jetzt nicht gelesen, wer es war. Ich sehe es aber gerade, dass da Leute verschwunden sind. Ja, das mit dem Sniper-Rekord versuchen wir gleich. Wir sind jetzt gerade noch dabei, erstmal die kleinste Zone zu machen. Und noch leider noch mit 29 Leuten. Hä? Was ist das? Hä? Haben die das hinbekommen? Hey, eigentlich ist es ja voll unfair. Eigentlich kannst du dich hier unten drunter voll verstecken. Warte mal. Ey, guckt euch das mal an. Was ist das für eine unfaire Taktik? Dann piekst du kurz so raus und gehst wieder rein. Wie habt ihr das gemacht? Ey, wie lächerlich ist die Taktik? Guck mal. Eigentlich kannst du hier reingehen, machst so und gehst wieder rein und keiner weiß, wo du bist. Das blockt keinen Schaden, ja klar. Aber wer denkt denn, dass du hier unter so einem Viereck bist? Weißt du, was ich meine? Du schießt von irgendwo, wo dich keiner sieht, gehst rein und gehst wieder raus. Das ist ja der übelste, Alter. Lol. Ey, wer schlägt mich hier? Ja, Heil und Sieg machen wir danach. Wir machen jetzt erstmal die kleinste Zone, da machen wir die meisten Kills und danach können wir direkt eigentlich schon Heil und Sieg machen. Lol, hat der eine Lenkrakete? Ich hoffe jetzt mal, dass ihr keine Faxen macht, hier irgendwas kaputt. Bisschen Schiss, dass er hier irgendwas kaputt schießt. Okay, wir müssen hier rein. Ich weiß, wir haben ganz einfach 99 Kills noch. Wie machen wir das am besten, Boy? Wenn ihr mir einen Plan schickt. Stimmt, wir bauen sowas und dann baue ich's ab und dann. Stimmt, dann fliegen alle runter. Oh, das machen wir. Ich habe noch ein paar ganz andere geile Ideen. Das machen wir, das ist gut. Mach einen Schuss, 99 Kills, das ist schwer. Oh, jetzt wird's eng, glaube ich. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier hin. Ja, hier. So, jetzt wird's langsam, ey. Oh nein! Hilfe!
Dann bekommst du nicht alle Kills. Okay, das ist buggy. Dann machen wir es am besten so. Ich mach, wie ist das so, wenn wir die nächste Runde, hochexplosiv machen. Mir gehen alle Leute, die, wie heißt das, die C4. Ich baue einen Kasten, mach überall C4 hin, überall. Ihr stellt euch alle in den Kasten und sprengt ihn in die Luft. Ich glaube, das ist das Leichteste, oder? Ihr macht euch noch ein bisschen Schaden. Also ihr macht euch so auf 50 HP, dann ist das ja safe, oder? Das ist eigentlich das Schlauste, oder? Ihr macht euch alle so auf Hälfte HP. Irgendwie ihr springt irgendwo runter oder lässt euch anfraggen mit Schlägen. Und dann werfe ich C4 rein. Das ist das Schlauste eigentlich. Und dann gibt es einfach den ultimativen Multikill. Ja, das kannst du machen. Ja, Raketenwerfer wird nicht sofort 99 Leute killen. Da werden Leute sozusagen die Explosion abfedern. So, jetzt ist das Problem. Jetzt, wo sind die ganzen Leute hin? Sind die nach oben? Ey, die gehen nach. Sind die nach oben gegangen? What? Die sind einfach alle nach oben gelaufen. Granate, ja, können wir auch versuchen. So, jetzt, wir haben jetzt die kleinste Zone mit 26 Leuten noch. 26 Leute leben noch. So wie es aussieht. Oh, oh. Irgendjemand haut hier jemand? Okay. Ich hab auch nur 65 HP, also ich werde es wahrscheinlich nicht überleben. Lasst mich rein. Ich muss das abbauen. Sonst haut ihr mir ab. Okay, jetzt wird's ernst, Leute. Ich will nicht sterben. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer als letztes überlebt. Ich glaube, die Zone wird jetzt immer kleiner. Hat. Nein, die Ratte. So, wer ist der letzte Überlebende? Nein, nicht hauen. Nicht hauen, Leute. Hauen ist unfair. Wer ist der letzte Überlebende? Ich bin's nicht. Sehr nice. Ah, das ist schon mal der erste Weltrekord. Wer wird der letzte sein, der überlebt? Gibt's das wie ein Draw? Und wir haben einen Gewinner. Er hat sich einfach ein fucking Lagerfeuer geholt. Alfrex, GG.